Diese Bilder gingen vor einem Jahr um die Welt. Erst Hunderte, am Ende Tausende Flüchtlinge, die am 1. September nach stundenlanger Zugfahrt aus Budapest in München angekommen sind. Für Polizei, Bundespolizei und Feuerwehr nahm der bis dahin übliche Flüchtlingseinsatz ganz neue Dimensionen an, die aber zunächst überhaupt nicht abzuschätzen waren. Es waren so viele Details einfach nicht klar. Was machen die Österreicher? Lassen die Flüchtlinge auch nach Österreich einreisen und dann auch wieder weiter nach Deutschland reisen? Was macht die Bahn? Die haben ja oft keine Fahrkarten, dürfen die mitfahren? Wir wussten natürlich, damals gab es regelmäßig viele Verbindungen von Budapest über Wien, Salzburg nach München, dass sie wahrscheinlich mit diesen Zügen kommen. Aber das war alles unklar und wir hatten auch keine konkreten Informationen, auch am frühen Abend. Und wir waren dann am Hauptbahnhof und dann so ab 19, 20 Uhr kamen Züge aus Salzburg und dann saßen tatsächlich Flüchtlinge drin. Eigentlich waren seit 2014 bereits täglich rund 200 Flüchtlinge pro Tag in München angekommen. Ab dem Abend des 31. August 2015 waren es aber teilweise Hunderte pro Zug und das fast im Stundenrhythmus. Die Dimensionen sprengten die bereits vorhandenen Strukturen von Polizei und Bundespolizei. Es war natürlich auch sehr kurzfristig. Wir konnten also uns erst wenige Stunden vorher vorbereiten, wenn wir wussten, es kommen wieder mehrere Züge an. Das bedeutet, Personal musste auch vorgehalten werden und natürlich dann hier zum Einsatz gebracht werden. Wir hatten ja nicht nur die Migranten, die am Hauptbahnhof hier angekommen sind. Wir hatten auch zahlreiche Schaulustige und Privatpersonen, die das Ganze mitverfolgt hatten. Hatten zahlreiche Journalisten hier. Und wir mussten natürlich die Sperrungen so gering wie möglich halten, dass der normale Betrieb weiterlaufen konnte. Auch die Münchner Feuerwehr stellte sich nach den ersten Meldungen aus Ungarn darauf ein, einen humanitären Einsatz am Hauptbahnhof leisten zu müssen. Zum einen Mal war die erste Aufgabe Aufbau einer Notwassertrinkversorgung für die Flüchtlinge, wo die frisches Wasser bekommen können, wo die was trinken können. Da haben wir auch festgestellt, es war ja schon viel Mineralwasser angeliefert, dass die Flüchtlinge aber lieber stilles Wasser trinken, weil sie das gewohnt sind von ihrer Umgebung. Und da wurde das sehr, sehr gut angenommen. Weiter hat man dann noch Pavillons aufgebaut, weil es ja auch sehr, sehr warm war an den Tagen, dass die ja ein bisschen Schatten haben. Aber nicht nur die große Zahl ankommender Flüchtlinge stand damals im Mittelpunkt. Auch die Hilfsbereitschaft zahlreicher Münchner fand weltweite Anerkennung. Es kamen schon in der Nacht Freiwillige und dann natürlich ab ca. 8 Uhr morgens kamen dann auf einmal die Münchner Bürger an. Die kamen dann mit Autos und irgendwelchen Bollerwagen, Luden, Getränke, Hygieneartikel, Lebensmittel aus und das war sicherlich in der ersten Phase für uns sehr hilfreich, weil wir brauchen auch eine gewisse Zeit, bis wir solche Strukturen da bereitstellen können. Wir schaffen das. Was die Bundeskanzlerin damals angekündigt hatte, haben zumindest Anfang September vor einem Jahr Ehrenamtliche, Polizei, Bundespolizei und Feuerwehr am Hauptbahnhof bewiesen.